Hallo Leute, was denn, was wieder hier und heute ist mal Zeit für ein bisschen anderes Video wieder mal, nämlich über die Holy Trinity. Was ist das? Na gut, die Profis wissen ja schon, was geht. Es geht um Rick, Mick und Chris. Also Rick, Hinderer, Mick, Strider und Chris, Reef. Wer sind die drei? Ja, das ist jetzt aber keine Frage, oder? Im Prinzip, diese Holy Trinity wurde damals irgendwann einmal, ja, wurde dieser Ausdruck verwendet. Und dieser mit Strider, Chris Reef und Hinderer in Zusammenhang gebracht, weil man gesagt hat, diese drei sind die Dreifaltigkeit der Messerinnovation. In Sachen Technik, Customizing eigentlich auch, Qualität. Ja, da hat es schon ein paar Einflüsse gegeben und das muss man dann wirklich auch sagen, die haben sehr viel beeinflusst in der Messerwelt. Speziell der Ausdruck zum Beispiel, das kennen auch meistens die, die sich jetzt nicht so viel beschäftigen, wenn ja, Leute Messer präsentiert haben, irgendwelche Modelle und zum Action gekommen sind und der sehr smooth war, war sehr oft der Ausdruck, ui, dieses Messer ist ja genauso smooth wie ein Chris Reef. Das ist ein ganz eigener Action, dieser hydraulische Action. Kann man erst, oder man versteht sofort, wenn man eins in der Hand gehabt hat, einmal auf und zu macht, dann weiß man, okay, das meine die damit. Das kannst du im Prinzip nur spüren, beschreiben kann ich es nur in Sachen hydraulischer Action. Auch die anderen zwei haben gewisse Einflüsse gegeben. Und ja, man hat ja beschlossen, die drei sind jetzt die Holy Trinity. Ja, bei mir ist das Ganze ein bisschen komisch, muss man sagen, denn ich habe natürlich mich auch beschäftigt, auch damals, vor zig Jahren mit diesen Modellen, wie sie gegeben hat, aber ich habe gesagt, nee, taugt man nicht. Ja. Ich weiß, ich will gleich der Blitz einschlagen oder irgend sowas. Aber mich haben gewisse Sachen einfach gestört. Und heute stören mich die nicht mehr, weil endlich Innovationen und Weiterentwicklungen passiert sind bei diesen drei Dinosauriern. Und das Dinosaurier meine ich sehr sympathisch, weil ich bin einer und Dinosaurier sind leibend. Schauen wir jetzt Chris Reef mal an, was ich in der Hand habe. Chris Reef damals, erstens in Sachen Framelock und so weiter und Qualität, sehr innovativ war das Ganze. Der Action mit riesige Washer, sehr groß bemessene, überdimensionierte Bauweise von den ganzen Schrauben her und so weiter und absolut ja, außergewöhnliche Präzision und Fertigungstoleranzen. Bis heute. Also ein Chris Reef, dann Action, wie habe ich schon gesagt, das Hydraulische, das merkst du, dass das ein Chris Reef ist, aus irgendeinem Grund, weil du diese großen Wasche einfach spürst, speziell hier, das ist jetzt keines der älteren Modelle, sondern eher ein neues in Cosi. Der ganze Bereich hier ist ein Washer, bei Mikrosi ist es ganz extrem, dadurch massivste Stabilität und eben hydraulische Action, das habe ich mal gesagt. Absolut angenehm vom Detent und so weiter, also es gibt hier eigentlich nichts, was dich irgendwie, also mich jetzt, alles persönliche Empfindung, gibt für mich jetzt nichts, was mich das irgendwie stören würde vom Action her, weil ich das Hydraulische auch gelassen habe. Es ist nämlich die Möglichkeit beim Chris Reef to House, also er liefert sogar das Werkzeug mit, um das Messer zu zerlegen. Ich kann mir die Pivot-Schraube selber einstellen, eigentlich mit Loctite, dass ich sage, nenne ich mich so richtig Dropshot-mäßig, okay, dann mache ich es ein bisschen lockerer, dann fällt die Klinge halt runter. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich gesagt habe, nein, wenn ich schon Chris Reef habe, dann will ich auch diesen Chris Reef Action als Abwechslung zu anderen Techniken. Sonst auch außergewöhnlich, ein Chris Reef zu zerlegen und wieder zusammenzubauen. Wie gesagt, er liefert das Werkzeug sogar mit, weil du spätestens da merkst, wie sowas von super genau diese Passungen und das sind. Also da tust du dir am Anfang sogar manchmal schwer, die Griffschale wieder drauf zu bringen, die zweite,
weil du sowas von genau drauf sein musst, damit du das Messer wieder zusammenbringst. Ändert sich ein bisschen nur, also es wird angenehmer, wenn du das ein paar Mal zerlegst, aber ganz ehrlich gesagt, du brauchst Greaseriff-Messer eigentlich, also ich, nicht zerlegen, weil wenn es wirklich mal schmutzig ist, nehme ich persönlich jetzt, keine Herzinfarktkriegen, Bremsenreiniger, gebe ein bisschen Öl von außen in die Wascher da rein, das sickert ziemlich schnell dann rein und du hast wieder deine ganz normale Action. Also ich zerlege mittlerweile Messer nur, wenn mich interessiert, wie schaut es aus oder wenn wirklich was verstellt wäre, und das ist hier nicht der Fall. Hier alles original, auch der Clip und so weiter, und ich würde es auch so lassen, weil das passt schon. Customizing begrenzt möglich bei Greaseriff, ein bisschen was andere Clips kriegst du. Ja, vielleicht andere Hardware, ja, andere Pivots, weiß ich gar nicht, aber komplett nicht notwendig für mich jetzt, weil ist ein Oldtimer und der sollte im Originalzustand sein. Ja, hier Mikata-Version noch, gibt es ein paar andere auch. Gut, super Ding, spitzenmäßig, passt. Ha, jetzt weiß ich es, in Sachen Innovation, ja, das war ein bisschen durcheinander. Was mich eben gestört hat bei Greaseriff nämlich, war das Lockface. Und das hat mich wirklich gestört, weil es war Titan auf Klinge, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, aber obwohl gesagt worden ist, das ist eh gehärtet oder irgendwas dort, ist es immer wieder vorgekommen und ich kenne sehr viele Leute in dieser Szene eben, die gesagt haben, ja, jetzt habe ich es 5 Jahre, der Lock ist schon fast ganz drüben, dass der immer wieder gewandert ist, was mich gewundert hat. Ich muss aber dazu sagen, im Nachhinein, dass diese Leute auch die Messer wirklich für Hard Use auch hergenommen haben und es vielleicht auch sein hat können, dass vielleicht darum der Lock so weit gewandert ist. Jetzt bei den neuen Modellen gibt es eben diesen Ball, der Lockface-Funktion übernimmt und den Detent hält, aber hauptsächlich jetzt auch fürs Lockface zuständig ist, und ich habe hier Kontakt Keramik auf, also diesen Ball auf jeden Fall, ich glaube Keramik. Und der Lock wandert laut den Erfahrungen eben von sehr vielen Leuten, die ich kenne, eigentlich nicht mehr. Außer du machst jetzt wirklich einen Blödsinn damit, aber dann wandert jeder Lock. Ja, Mick, Strider. Strider, die Firma, die ist sowieso. Die haben mir immer gefallen, auch in der Hand gehabt, schon vor Jahrzehnten, Striders, wo ich gedacht habe, boah, egal wo du das Ding angreifst, außer bei der Klinge, immer absolut angenehm und ergonomisch für meine komischen Hände. Das hat mir wirklich gefallen. Dann habe ich es zugemacht, war eigentlich immer, und habe mir gedacht, was ist denn das jetzt? Lockstick. Bei quasi jedem Strider, das ich in der Hand gehabt habe. Die Aussage vom Besitzer war dann meistens, ja, das ist normal. Ich habe mir gedacht, was ist da normal? Du fertigst ein Messer mit so einer Qualität, mit so geilen Komponenten und so weiter, voll stabil und alles genauso wie es sein soll, und dann baust du, wie wenn es absichtlich wäre, dass irgendwo ein Fehler drin ist, so einen komischen Lockstick ein, dass es bei eigentlich keiner anderen Firma gibt. Und gerade bei Strider hat mich das wirklich zum Wahnsinn getrieben. Hier ja auch Kontakt mit dem Titan, zu der Klinge, aber ja, in Sachen Wandern ist ja halt dann die Frage, ob das Messer, so wie dieses jetzt, von Haus aus keinen Lockstick hat, dann passt nämlich das Lockface einfach schön und er wandert auch nicht so viel, erfahrungsgemäß, oder wenn er Lockstick hat, ja, dann würde mich auch schon gar nicht mehr interessieren, aber ich weiß, Strider-Fans sagen, da schaut man drüber. Mache ich jetzt nicht, weil mir gefällt es nicht. Das hat keinen Lockstick, darum passt es. Hardware-mäßig ist auch ein bisschen nachgebessert worden, was sehr angenehm ist, nämlich die alten Schrauben, die, da hast du dir selber ein Werkzeug schon basteln müssen fast, damit du die aufbekommst, sind hier eben, das haben wir so Sechskant, also Innensechskant, wo du einfach nur einen Imbusschlüssel brauchst und kannst das Ganze zuverlässig zerlegen, wenn du willst, kannst
den Pivot einstellen von der Stärke her und so weiter. Alles super. Wenn du eins erwischt ohne eben diesen Lockstick, dann traumhaft. Ja, da gibt es zum Wickeln sonst eben nichts, bis auf diesen Umstand, für den es bis heute gibt. Das auch bei neuen Modellen, außer bei den absoluten Custom-Modellen, ist es eher wahrscheinlich, dass du eins kriegst ohne Lockstick, aber ja, tut mir leid. Ich weiß, Strider-Fans hören das nicht gerne, aber gebt es zu, es ist so. Sonst, super Sache. Dann haben wir noch den Rig Hinderer. Hier das XM18, auch dieselbe Größe eben wie die anderen, also bei den Größenvergleich haben wir auch gesehen, wisst ihr, wie das schon, oder? Alles eigentlich gleich groß. Hier natürlich jetzt schon ein Unterschied beim Hinderer in Sachen, so etwas Fitness gesagt, Dicke, ist das jetzt schon der Panzer unter die ganzen. Das die Mitte und der schlankeste ist der SNG. Der ist richtig panzerwertig, speziell dieses Messer jetzt, weil es voll Titanausführung ist. Also alles Titan. Das wirkt schon massiv. Meistens kriegst du G10 oder Mikata-Griffschalen und so weiter. Da nicht schwierig, ein Hinderer zu kriegen in der heutigen Zeit. Früher war es sehr schwierig. Heute eigentlich kein Problem. Vielleicht gewisse Modelle mit so texturierten Titan und so weiter. Vielleicht ein bisschen schwieriger, aber auch nicht jetzt die große Sache. Hinderer hat sich ja im Prinzip von den dreien für mich jetzt persönlich am schnellsten und am weitesten weiterentwickelt in Sachen, wir machen und machen wieder was dazu und so weiter. Speziell dadurch, dass er früher hauptsächlich gestanden ist auf diese Teflon-Washer, auf diese weißen Bellogscheiben, was ja gut sind, sehr smooth Action, aber vielen hat das nicht gefallen, speziell wie dann eben fast alle auf diese Phosphor-Bronze-Washer, die ja bis heute spitzenmäßig für Stabilität sorgen, sind viele gestanden. Und dann sind noch die Kugeljager gekommen, dass sehr viele gesagt haben, nein, ich will Kugeljager-Action, weil schau, da kannst du so machen und klack, das ist so super. Darum hat Hinderer gesagt, gut, Three-Way-System, das heißt, er hat die Messer dann, die Three-Ways-Modelle, einfach mit Teflon-Washer, Bronze-Phosphor-Washer und die Kugeljager waren meistens im Messer eingebaut und so ausgeliefert. Und alle Messer wurden eben so auch konstruiert, dass es für den Benutzer eine sehr gute Geschichte möglich war. Okay, ich mag jetzt keine Kugeljager, ich mag das Tauschen gegen einen Bronze-Phosphor-Washer, dass du es selber zerlegen hast können, das Ganze einbauen, zusammenschrauben und es hat immer gepasst. Also was ich weiß, vielleicht war bei euch mal was nicht so, aber was ich weiß, bei jedem, den ich kenne, hat das gepasst, wenn er umgebaut hat auf ein anderes System. Ich stehe bei die Hinderer eher auf diese Kugeljager irgendwie, weil das ist ein ganz eigener, das ist für mich so ein Hinderer-Action von den Kugeljagern her. Von Geräuschen und so weiter erkenne ich die und mir gefällt das so. Auch hier die Toleranzgrenzen und so weiter absolut on top, wie man auf Deutsch sagt, und haut gut hin. Hier natürlich auch ein sympathischer Mangel, speziell bei den Flippern eben, oder eigentlich bei den Flippern, dass der wirklich komisch ist. Von dieser Position, dieser Haken, oder außer vielleicht liegt es auch an mir, aber es liegt nicht nur an mir, das kriege ich immer wieder als Rückmeldung, dass dieser Haken einfach sehr unbequem ist und sehr spitz. Wenn du hier drauf drückst, drückst du genau auf die Spitze drauf. Nicht, dass du stirbst, aber unangenehm eigentlich ein Hotspot. Du müsstest, wenn du jetzt das Ganze komplett gemütlich haben willst, hier mit dem Finger rein, weil das rund ist. Machst du aber nicht, weil das unbequem ist. Okay, du weißt wenigstens auf jeden Fall, dass du ein Hinderer in der Hand hast, wenn du eins mit Flipper hast, weil du den Flipper einfach spürst. Leicht unangenehm, also 500 Mal aufflippen, kann dann schon nervig sein. Aber es gibt die Modelle auch ohne Flipper. Der Detent ist dann auch angepasst
und das Öffnen nur mit dem Daumen zum Beispiel jetzt, was hier auch möglich ist, oder mit dem Mittelfinger. Nur wenn du eins hast mit Flipper, auch vielleicht nicht so blöd zu wissen, bei den Flipper-Modellen ist der Detent sehr streng eingestellt, das heißt das Öffnen mit Daumen oder Mittelfinger ist dann schon mit eher mehr Kraft verbunden. Es geht zwar, aber es ist nicht angenehm. Ein bisschen leichter wäre da besser, aber dann wäre vielleicht der Flipper jetzt nicht so gut zum Aufmachen. Haut schon hin. Hindra hat auf jeden Fall eben dieses Problem in Sachen Framelock ziemlich schnell gelöst und haben die Stahlinserts in diesem Bereich. Das heißt, Indra hat immer versucht, sich weiterzuentwickeln in Sachen Technik. Ist auch ein Design, Sie können ruhiger mal einen Flipper machen für die Flipper-Fans, der ein bisschen angenehmer ist. Aber Geschmackssache. Beim Hinderer auch die Möglichkeit, also in Sachen Weiterentwicklung und so weiter, Perspektiverweiterung, sind die einzigen dieser Modelle, die auch Tip-Up, Tip-Down Positionen haben, wo man den Clip einfach hinschrauben kann. Problemlos. Jo, also damit habe ich jetzt eigentlich gar nicht richtig gerechnet, aber falls sich jetzt für euch die Frage stellt, ich habe mir jetzt noch nichts überlegt, welches finde ich jetzt am besten unter den Ganzen? Schwierig, wenn ihr mir so überraschend die Frage stellt. Aber ich würde sagen, von meiner Empfehlung her, na, aber damals so, was würde ich jetzt empfehlen? Wollt ihr ein Messer, das ihr eher selber viel customizen wollt, in Sachen andere Griffschalen drauf, einen anderen Clip, andere Hardware, andere Farben und was immer sind dort, dann würde ich sagen, auf jeden Fall eher Hinderer. Wie gesagt, den G10 und Mikata und Titan, Griffschalen, alles irgendwie möglich, dass man irgendwo herkriegt. Auch wenn ihr eher sagt, ihr wollt ein bisschen dicker, massiver, durchaus der Hinderer. Ich meine, die anderen zwei stehen jetzt um nicht so viel nach dem Ganzen, aber speziell von der Breite des ganzen Umfangs und so weiter, für große Hände und schwere Arbeiten, irgendwie angenehm in der Hand. Verschiedene auch Modelle der Klingenform, hier haben wir den Spanto, da gibt es dann Recurve und Warncliff und Bowie und was immer so ist. Da sehr vielfältig und so weiter, sammlermäßig vom Wert her. Es gibt schon sehr viele Modelle mittlerweile. Der Markt wird schon ein bisschen angefüllt oder überschwemmt schon fast mit der Hindra. Was früher nicht so der Fall war. Vielleicht seltene Modelle hätten Sammlerwert, aber eher selten. Ja, schauen wir uns den Strider an. Strider halt, den, also wirklich absolut ergonomisch für mich. Ich stehe auf das vom Trageprofil her und so weiter. Das ist ein G auch angenehm schmal, nicht komplett slim, aber angenehm flach in der Hosentasche. Hier halt das. Also ist euch egal, das Problem mit dem Lockstick, ich würde mir keines nehmen, das ich nicht vorher in der Hand gehabt habe, wo ich bewerten kann, wie schaut es mit dem Lock aus. Wenn der Lock passt, für mich absolut geile Action, auch eher hydraulisch möglich, aber angenehm hydraulisch, läuft sich gut ein und auch die Möglichkeit natürlich das Ganze anzupassen mit dem Pivots. Hier aber nicht empfohlen von mir, zu locker einzustellen. So genau sind die Toleranzen auch wieder nicht bei Strider, dass ich jetzt sagen kann, ich mache es komplett locker, weil sonst kann es schon sein, dass die Klinge nicht mehr gesentert ist. Also eher ein bisschen hydraulischeren Action am Anfang und lass das Messer selbst einlaufen, damit wirklich die Klinge schön in der Mitte bleibt, würde ich empfehlen. Angenehm zum Tragen, angenehmes Handling und Design irgendwie auch. Wenn man auf ein bisschen martialischere, aggressivere den Stil steht, gute Sache. Strider.
Also in Sachen Custom eher weniger. Also andere Clips gibt es, aber so, ja, komische. Sonst, ja, vielleicht andere Farben, ein bisschen von der Hardware und so weiter, aber eher dünn bis besät das Ganze. Griffschalen habe ich überhaupt noch nicht gesehen, Nachbau. Ja, aber daraus, wenn es euch gefällt, ich habe versucht, so ehrlich wie möglich zu sein mit Sachen, die mir aufgefallen sind. Und wir kommen zum Chris Reeve, der für mich eigentlich der, wo ich sage, ja, unkompliziert zu empfehlen. Es kommt darauf an, ob man sagt, gefällt mir, es ist kein außergewöhnliches Design und so weiter, einfach alles eher schlicht gehalten, aber alles eigentlich genauso wie es sein soll. Der Action halt eben dieses smoothe, hydraulische. Vom Lock her würde ich eher ein Modell nehmen, das schon diesen Ball, diesen Detent Ball halt, der Lock Funktion übernimmt. Also das 31er zum Beispiel hätte es, das Umnunsan und das Inkosi und so. Also schaut, dass ja ein Modell, das eher neuer ist, würde ich jetzt sagen, dass diesen Ball hat, nehmt. Das Inkosi eher das Dicke unter diesem Modell. Ein bisschen breiter die Griff und so, also Dinge und so. Ja, hier von Customizing her, andere Clips gibt's. Andere Griffschalen oder irgendwelche Sachen, das gibt es da nicht. Das gibt es ja nur bei den Hinderer. Ja, sonst fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu quasseln, also euch zu informieren. Dann hoffe ich, es war ein bisschen was dabei für euch. Ich weiß eh, so langweilig, aber für die, die es zu langweilig war, die haben eh schon abgeschaltet. Dann sage ich, Osten, was war's. Bis zum nächsten Mal mit diesen drei Dinosauriern und tschüss.